So, manche wissen ja, dass ich den 2009er Honda SH125 mal hatte. Dann hatte ich nach 4 Jahren und 36.000 Kilometern den SH300 für 2 Jahre. Da bin ich 20.000 Kilometer mitgefahren. Und der war mir aber von den Wartungskosten zu teuer. Das ist ja rund das Doppelte, was man da bezahlt. Und das hier ist jetzt die neue 2017er SH150i. Ein ganz feines Moped, also ein sehr schöner Roller. Hat 15 PS gegenüber den knapp 12 PS der aktuellen 125i. Das sind rund 25% mehr an Leistung und besonders an Drehmoment. Also das Ding kommt richtig gut weg von der Ampel. Da kommt man in der Stadt unheimlich gut vorwärts mit dem Ding, weil der auch so schmal gebaut ist. Das führt uns gleich zu dem einzigen, was mich wirklich nervt an dem Roller. Das sind nämlich die Spiegel. Die Spiegel sind viel zu eng, viel zu nah beieinander, deswegen sieht man kaum was. Also besonders im linken Spiegel sehe ich eigentlich nur meine Jacke. Im rechten Spiegel sehe ich zumindest noch einen Teil der Straße. Aber das war es eigentlich schon. Man könnte die ja auch auswechseln. Was mir sehr gut gefällt, ist das Tacho. Das ist ein analoges Tacho. Sehr schön groß, gut ablesbar. Und hier, das ist die Temperaturanzeige, Tankinhalt. Und hier werden verschiedene Informationen eingeblendet. Da kommen wir dann gleich zu. Das hier ist das Start-Stopp-System, das ich nicht besonders mag. Jetzt ist es ausgeschaltet. Man kann es anschalten und dann stoppt der Motor, sobald man 3 Sekunden stillsteht. Wenn man dann am Gasgriff kurz dreht, geht er wieder an. Das ist zum Starten. Hier haben wir halt Fernlicht. Licht ist ja standardmäßig immer an. Das ist die Hupe. Und hier ist der Blinker. Der hat hinten und vorne jeweils eine einfache Scheibenbremse, die aber sehr wirksam ist. Und ja, das Topcase ist übrigens das gleiche wie bei der 125er, die ich hatte. Vorne ist auch eine Scheibenbremse, auch eine einfache mit ABS. Dann, ja, wenn man hier bremst, dann bremst es hinten und vorne gleichzeitig. Und auf der rechten Seite bremst es nur vorne. Das kennt man schon von den alten Modellen auch. Dies hier ist neu, das finde ich sehr gut. Nämlich ein kleines Handschuhfach. Und da ist innen drin eine 12-Volt-Buchse. Da habe ich schon einen USB-Adapter reingesteckt, um mein Handy oder meine Kamera aufzuladen. Viel passt da nicht rein, aber angeblich ein iPhone 6. Laut Honda. Fußrasten, sehr elegant. Das Metall. Und ein Seitenständer hat sie jetzt auch. Das ist neu. Das hatte ich bei der 2009er nicht. Und natürlich auch ein Hauptständer zum Aufbocken. Man sollte übrigens immer bergauf aufbocken, ne? Nur mal so als Tipp. Niemals bergab. Sonst rollt sie einem eventuell davon. Ja, im Prinzip ist eigentlich alles beim Alten. Der Motor ist auch schon bekannt eigentlich. Und jetzt kommen wir mal gleich zu diesem Smart Key System, weil man hat hier ja gar keinen Zündschlüssel mehr, nicht? Ist gar kein Zündschloss da. Eher hier so ein Wahlschalter wie für eine Waschmaschine.
Und da braucht man also diesen Smart Key Schlüssel. Den muss man einfach nur in der Tasche haben. Der hat selbst, da ist auch kein Schlüssel dran, das ist nur Elektronik innen drin. Man sollte sich am besten gleich einen dazu bestellen, weil wenn der weg ist, kann man keinen mehr nachbestellen angeblich. Das ist ein bisschen seltsam. Naja, so, und das hier ist der Schlüssel für das Topcase und das ist hier noch ein Schlüssel für ein Bügelschloss, was ich da noch dran mache. Ja, und jetzt brauche ich mir den hier einfach nur in die Tasche stecken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Sitz öffnen möchte, dann drücke ich hier drauf. Dann leuchtet es blau. Drehe ich hier auf Seat, drücke auf Seat. Dann macht es Klack. Und voilà, kann ich die Sitzbank hochklappen. Hier kommt der Sprit rein und hier ist halt der Stauraum, der ist groß genug für einen Integralhelm. Hier ist noch die Anleitung und hier ist noch Werkzeug. Ich nehme immer Regensachen mit, Regenhose, Regenjacke und dann noch so eine Warnweste für manche Länder und wenn es vielleicht irgendwie neblig ist oder so. Und wenn man das Ding dann anmachen will, muss ich jetzt nochmal drücken und dann schalte ich hier auf I und dann schwenke ich gleich mal die Kamera hier hoch und dann seht ihr, aha, jetzt tut sich etwas und dann kann ich halt wie immer durch Ziehen der Bremse und gleichzeitiges Drücken des Starters das Moped starten. Das mache ich jetzt auch mal. Ach so, hehe. Reingelegt. Ich habe ja den Seitenständer noch ausgefahren. Den muss ich vorher reinklappen, sonst startet er natürlich nicht. Das ist ja Vorschrift bei Motorrädern. So, jetzt ist er gestartet. Hört sich an wie ein Staubsauger. Soll aber nicht über die wirklich sehr guten Fahrleistungen hinwegtäuschen. Also das Ding hat richtig Power. Fährt locker 110, also nicht auf dem Tacho, sondern echte 110, Tacho 120 und geht richtig gut ab. Also ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Natürlich kein Vergleich zur 300er, aber für die Stadt ist es perfekt eigentlich, muss ich sagen. Man kann hier jetzt die verschiedenen Informationen abrufen, also indem ich hier drauf drücke, kommt dann halt Trip B, das eben war Trip A, also Tageskilometerzähler. Das ist die Verbrauchsanzeige, die ist jetzt nicht aktiv, weil ich stehe. Und da kann man halt sehen, wie viel er halt, wie beim Auto auch, wie viel er gerade pro 100 Kilometer verbraucht. Das ist beim Beschleunigen ungefähr 4 Liter auf gerader Strecke. Wenn es bergauf geht, geht es auch mal hoch bis noch mehr, also 10 sogar habe ich schon gehabt. Und bei normaler Fahrt geht er dann aber gleich unter 3 Liter auf gerader Strecke. Wenn es dann leicht bergab geht, geht er runter bis unter 1 Liter sogar. Insgesamt kommt man auf 2,5 Liter. 100 Kilometer. Das ist mein momentaner Durchschnittsverbrauch. Ich bin aber auch noch nicht so viel gefahren. Aber irgendwo da wird es sich einpendeln, ein bisschen weniger wahrscheinlich. Ja, ich werde dann demnächst mal, ach so, ausschalten ist auch ganz einfach, wenn wir schon mal dabei sind. Man schaltet jetzt einfach auf 0. Wenn man ihn jetzt parken will, muss man den Lenker einschlagen und dann drücken und auf dieses Schlosssymbol schalten. Und dann braucht man einfach nur weggehen. Jetzt ist es auch ausgegangen.
Das machen wir auch noch gleich mal mit dem Weggehen, das ist ganz lustig. So. Wenn ich mich jetzt also entferne, der Schlüssel ist ja ein Sender, dann blinkt er kurz zum Abschied und dann ist er ausgeschaltet. In dem Moment, wo ich wieder in den Bereich von ungefähr 2 Metern komme, merkt er, dass ich da bin und dann kann ich halt einfach wieder starten. Wie gehabt. So, Bremse. Ach so, geht ja jetzt wieder nicht, weil er nicht aufgebockt ist. Naja gut, wäre ich fast noch mal drauf reingefallen. Ja, auf jeden Fall ein flotter Roller. Kostet regulär 4.000 Euro. Aber Honda bietet immer wieder mal so Aktionen an. Ich habe jetzt auch einen Rabatt von 500 Euro bekommen. Hat er mich also 3.500 gekostet. Jo, demnächst werde ich mal eine Onboard-Fahrt aufnehmen mit der GoPro-Kamera. Und heute Abend zeige ich dann nochmal das Tacho mit Beleuchtung. Abgesehen von dem Verstand.